Oder? Brauchst du dir mehr Reserve machen? Ja. Ha? Ha? Hallo ihr Lieben, Salam Alaikum, ihr Dobadan Dragimoi. Heute habe ich wieder ein super leckeres Brotrezept für euch, welches ich bereits vor ein oder zwei Jahren auf meinem Blog hinterlegt hatte. Dort nennt es sich das perfekte weiche Brot. Ich hatte es damals auch aus dem Serbo-Kroatischen übersetzt und dem großen Zaubermeister angepasst. In der Zwischenzeit bin ich stolze Beraterin bei Pempachef und habe noch einige Stoneware-Produkte dazu gekauft und erarbeitet. Und diesmal werde ich dieses Brot dem runden Zaubermeister anpassen. Es ist ein ganz fantastisches Brot. Und in meiner serbokroatischen Kochgruppe bei Facebook auch heiß geliebt. Dafür benötigen wir 450 Gramm Mehl, 200 Milliliter warmes Wasser, 100 Milliliter Milch, ein halber Würfel frische Hefe, 2 Teelöffel Zucker, 3 Teelöffel Öl und 1 Teelöffel Essig. Das war es auch schon. Ich beginne nun damit, die Hefe in dem warmen Wasser aufzulösen und zu aktivieren. Wie gesagt, ein halber Würfel frische Hefe kommt in das warme Wasser. Zwei, drei, vier Teelöffel Mehl kommen hinzu. Das Ganze wird dann verrührt und kann etwa 10 Minuten ruhen. Und wenn das Ganze dann Bläschen schlägt, dann weiß man, es hat geklappt. Es klappt immer und die Hefe ist aktiviert. Und während die Hefe nun ruht, hole ich euch einmal ran und zeige euch alle benötigten Zutaten auf einen Blick, weil ich mich erinnere, dass ich euch das Salz unterschlagen habe. Es kommt auch noch ein Teelöffel Salz hinzu, aber ich hole euch ran und zeige euch, wie gesagt, alle benötigten Zutaten auf einen Blick. Der Teig wird wieder mit den Händen verknetet. Die Küchenmaschine bleibt aus und Teigkneten ist wieder Handarbeit. Es entsteht ein geschmeidiger, aber klebriger Teig.
Der Teig ruht nun abgedeckt etwa für 45 Minuten. Der Teig ist super aufgegangen und kommt nun mit bemehlten Händen in den runden Zaubermeister. Mit dem runden Zaubermeister von Pampachef macht das Brotbacken richtig Spaß. Und sollte doch mal etwas übrig bleiben von dem frisch gebackenen Brot, dient der Zaubermeister, der große und auch der kleine, auch als Brotkasten. Eine ganz tolle Sache, die ich euch sehr empfehlen kann. Habt ihr Interesse an den Produkten von Pampachef? Schaut einfach mal in meinem Online-Shop vorbei, den ich unten in der Infobox verlinkt habe. Thank you.
oder?